aufatmen, mein lieber Geist. Ich höre. Ja, das ist die Krankheit unserer Zeit. Sie haben zu wenig Bewegung, Sie haben zu wenig frische Luft, Sie haben zu wenig... Aber, Herr Doktor... Nein, kein Aber. Sie brauchen mehr Bewegung, Sie brauchen mehr frische Luft. Herr Doktor, reden Sie doch nicht. Schauen Sie mal, wenn es um Ihre Gesundheit geht, dann müssen Sie eben ein bisschen Zeit aufbringen, Herr Doktor, meine Zeit ist knapp, mein Herr. Meine Zeit ist sehr knapp. Nicht wahr? Tun Sie, was ich Ihnen sage, nicht wahr? Machen Sie ein bisschen Bewegung, gehen Sie spazieren, nicht? Fahren Sie nicht mal ganz schön ab, nicht wahr? Herr Doktor, den Fahrstuhl, nicht wahr? Nicht? Laufen Sie durch die Lungen, pusten Sie durch den Wald, ziehen Sie sich aus. Aber Herr Doktor, Ihr Zustand ist sehr gefährlich, mein Lieber, sehr gefährlich. Verdammt nochmal, Herr Doktor, das tue ich doch schon seit Jahren. Ich bin doch vom Beruf Briefträger. Haben Sie was für mich? Ach so, ja, das will ich. Bewegung. 20 Pfund auf dem Rad und mindestens eine Tour von 8 Kilometern. 300 Stockwerke. 500 Kunden. 6000 Stufen. Das sind in der Woche, im Monat, im Jahr. Ja, das müsste man sich überhaupt mal ausrechnen. Bei Regen und Sonne, Kälte und Hitze. Jahr aus, Jahr ein. Im Winter läuft das Wasser von außen, im Sommer von innen. Meistens beides. Und das 50.000 Mark. So viele Briefträger etwa sind wir nämlich in der Bundesrepublik. Heißen amtlich Briefzusteller. Einer davon bin ich. Wegen zu wenig Bewegung, hat der eine Ahnung. Das fängt früh morgens vor 6 schon an. Straße und Hausnummer. Und sogar auch ohne Namen. Siehst wohl, an das kleine Möbelgeschäft. Hier von zwei Damen geleitet, die sich ähnlich sehen. Gegenüber ist eine Metzgerei und am Ende der Straße bei einer Straßenbahnhaltestelle gleich um die Ecke kleiner Blumenladen. Das ist ein Ding. 20 Millionen Mark kostet uns jedes Jahr die Sucherei. Augenblick Ruhe bitte, einige unmittelbare Sendungen. Familie Hermann Forst. Herr Peter Dressler. Dennis muss alles eine richtige Reihenfolge haben. Genau nach dem Begehungsplan, sonst renne ich mich ja nachher kaputt. Revier 17. So, und jetzt noch die Nachzuweisenden. Einschreiben, Nachnamen, Postaufträge. Alles muss quittiert und nachher bei der Rückschrift genau abgerechnet werden. Und dann noch das Geld für die Auszahlung. Morgen, Herr Postgraf. Morgen, Herr Schwarz. Wie geht's? Danke.
Morgen, Frau Bauer, wieder gesund? Ja, es geht. Das ist die Hauptsache. So, hinter der nächsten Ecke beginnt mein Revier. 8 Kilometer, 300 Stockwerke, 500 Kunden. Junge, Junge. Hallo, hallo. Ach, da kommen Sie auch schon an, die Ihre Postnummer schnell im Voraus ausgesucht haben wollen. Ich mache ja ganz gerne, aber für die anderen jetzt etwas später. Danke. Ihre Post habe ich noch nicht bei, Herr Bank. Die wird mir nachgebracht zur Ablagestelle. Ablagestelle? Ja, die Sachen, die ich nicht alle auf einmal mitnehmen kann. Tschüss. Und meistens haben Sie nicht mal was. Hier könnten Sie auch endlich mal Briefkästen anmachen. Und wenn, dann ist bestimmt die Haustür abgeschlossen. Und wenn nicht, dann ist meistens eine Nachtgebühr drauf. Immer dasselbe. Die Leute sagen Strafporto, aber eigentlich bin ich ja bestraft. 5 Treppen wegen 4 Grotten. Und dann noch die Abrechnung hinter dir. Hab lange kein Kleingeld. Ah, nee, Frau Gross, das gibt... Wenn Sie das alle so machen würden. Ja, die haben wenigstens richtig gebaut. Die Kästen außen und groß genug. Die nicht. Viel zu klein. Muss ich wiederholen. Nicht knicken. Bei Einschreiben sowieso. Und bei Auszahlungen auch. Aber warum soll mir das besser gehen als dem Alois in Oberstdorf? Ja, hoch müssen wir leider oft noch. Und runter natürlich auch. Bei so einer Beleuchtung werde ich mir ab morgen eine Taschenlampe mitnehmen. Auch nicht das Richtige. Aber wir haben immer guten Kontakt mit unserem Kunden. Oh, morgen Werkhaus. Ja, schon Mund, ja? Ja. Morgen, Herr Hansen. Gut geschlafen. Ja, danke schön. Bitte. Erkennen Sie sich mal nicht, Fräulein Wittrock. Aber Herr Binke, wie könnte ich bloß? Tja, Kontakte sind alles. Aber wir sind auch eiser. Auf uns muss man sich verlassen können. Dass wir nichts falsch reinstecken, womöglich ein Zahlungsbefehl, den Brief von der Erika oder die Ansichtskarte aus Südfrankreich. Hübsche Ansicht, wirklich. Dass wir immer pünktlich sind. Mann, wo bleiben Sie denn los? Ich muss ins Büro. Dass wir verschwiegen sind. Bitteschön. Bin so frei. Dankeschön. Jetzt darf ich Ihnen aber trotzdem nicht sagen, von wem Fräulein Biermann immer die vielen Briefe bekommt. Postgeheimnis. Da kennen wir nichts. Und dass wir ein gutes Gedächtnis haben. Meier zweimal läuten. Moser unter der Tür. Für Pohl bei Fricke klingeln, aber für Fricke nicht bei Schmidt abgeben. Okay, man hat's nicht leicht, besonders nicht bei den vielen Sonderwünschen. Bei uns bitte nicht klingeln. Es genügt, wenn Sie klopfen. Bei mir bitte zweimal, Leute, bitteschön. Und ich verlange, dass bei mir die Post persönlich abgegeben wird. Jetzt sind Sie selbst wieder dafür bezahlt. Morgen Post für Schulz. Für Schulz? Dreimal, Leute, bitte. Bitte. Dankeschön. Aber zur Mina lasse ich mich noch lange nicht machen. Verdammter Schief. Nun rede ich jetzt mal wirklich nicht, nur habe ich trotzdem nasse Füße. Ist ja beinahe wie bei unseren Wattläufern an der Nordsee. Ja, aber manchmal klappt das einfach nicht. Nee, habe ich nicht bestellt. Annahme verweigert. Empfänger unter der angegebenen Anschrift unbekannt. Empfänger ohne Angabe der Adresse abgereist. Empfänger verstorben. Firma erloschen, pleite, aus. Tja, so ist das Leben. Was soll der hier? Zeit, dass morgen Sonntag ist. Raus aus dem Gefühl. Billiger machen könnte. Keine Post für mich. Aber immer sind wir an allem schuld. Wenn der Peter nicht geschrieben oder die Gabi nicht geantwortet hat, wenn die Schwiegermutter kommen will
oder Müllers Inge wieder ein Kind gekriegt hat? Ich hab's doch gleich gesagt. Was kann ich dafür? Wenn eine Mahnung zu früh, eine Hochzeitseinladung zu spät oder eine Karte aus Mallorca ausgerechnet von den Lehmanns kommt, immer sind wir an allem schuld. Wenn es sein muss, bis aufs Dach. Oder auch bis in den Keller. Wohnt hier Ottilie Wimmer? Suchen Sie was? Das hat man nur davon. Ist auch hoher Mann. Aber wir, wenn wir mal anfangen würden, unvollständige Adressen, unleserliche Handschrift, keine Postleitzahl, keine Hausbriefkästen, zu kleine Briefkästen, kein Nachsendungsantrag, keine Postvollmacht, zu wenig Porto, kein Kleingeld, keine Namensschilder, defekte Klingeln, abgestellte Klingeln, offene Haustüren mit bissigem Hund, verschlossene Haustüren und was nicht alles. Aber manche kapieren das nie. Alles machen müssen. Ja, das ist das, was wir Sendungen zustellen, Anschriften feststellen, Ermittlungen anstellen, Angaben richtigstellen, Abrechnungen aufstellen, Benachrichtigungen ausstellen. Das muss man immer vorstellen. Aber das ist noch lange nicht alles. Beschwerden annehmen. Sie kommen immer so spät und dann klingeln Sie einmal anstatt dreimal. Nachsendungsanträge entgegennehmen, Nachtgebühren einnehmen, Ersatzzustellungen vornehmen, da kannst du unmöglich bald zunehmen. Und deren Sendungen sortieren, Zentnerlasten transportieren, Langhölzer balancieren, Briefe umadressieren, Porto kontrollieren, Zeitungsgelder einkassieren, Wechsel protestieren, dazu Kopf und Kragen bei riskieren, wenn es bei der Abrechnung hinterher nicht stimmt. Aber da wollen wir kein Wort über verlieren. Gell? Und das mit 20 Pfund auf dem Rad. Und mindestens eine Tour von 8 Kilometern, 300 Stockwerke, 500 Kunden, 6000 Stufen, bei Regen und Sonne, Kälte und Hitze, Jahr aus, Jahr ein. 50.000 Briefträger, einer davon bin ich.